Der HC Red Bull München gegen die Adler Mannheim. Puck fällt, Spiel läuft. München in Blau und Mannheim in Weiß. Beide Mannschaften. Raum und Zeit. Gib dem Gegner wenig Raum, gib ihm wenig Zeit. Abelshauser! Und damit ist dieses Duell eröffnet. Und hier sehen wir es aus der Perspektive von Felix Brückmann. Doppelpass. An die Eder. Wunderbar verteilt für Ben Street. Tiffels in der Mitte. Street, Tiffels, Puck liegt. Puck liegt gefährlich. Und am Ende ist es Ben Street. An dem Puck im leeren Tor unterbringt. Hier sehen wir Tiffels, der nochmal nachsetzt. Die Scheibe darüber bringt. Jetzt beide Mannschaften mit dem Wechsel. Die Möglichkeit für Wohlgemut. Und damit greift auch Mannheim. Wieder Matthias Plach. 20 Sekunden noch. Wohlgemut, Plachter, Ausgleich. Ausgleich Adler vor dem Tor und jetzt Ortega für Daubner, für De Sousa. Eder für Tiffels, Freddy Tiffels nochmal nach hinten gelegt und da ist Zach Redmond mit dem Powerplay-Tor. Mendulic, Block von Maxi Kastner. Und diesmal schafft es München ohne Icing, schafft es München vors leere Tor und macht den Deckel drauf in diesem Spitzenspiel. Yasin Elis wird geschickt von Patrick Hager. Es waren auf die ersten Schüsse, ein paar sind natürlich abgeprallt, aber dann waren es die Verteidiger, die vor ihm aufgeräumt haben. Und das ist es, 60 Minuten gespielt, München bezwingt Mannheim am Ende mit 5:2. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.